Herzlich willkommen zum Podcast Hunde besser verstehen. Wir wollen hier authentisch und ehrlich unser Wissen vermitteln, damit euer Leben mit Hund wieder harmonischer wird. Heutzutage gibt es mehr Informationen über Hunde als je zuvor. Das Internet gleicht einem Dschungel an Meinungen und Philosophien und dadurch gibt es sehr viele verunsicherte Menschen. Damit ihr wieder Licht am Ende des Tunnels seht, nehmen wir euch an die Hand und begleiten euch durch diesen Dschungel. Wir räumen auf. Wir geben euch Wissen, Mindset, Strategien. Dem Hund zuliebe. Es gibt immer wieder Diskussionen da draußen, was heutzutage im Hundetraining modernes oder richtig ist oder falsches. Also ich rede hier von positiven Hundetraining oder von, wie viele sagen, so körpersprachlichen Arbeiten, den Hund blocken, also negativ auf ihn einwirken. Was ist da heute so modern? Was ist da No-Gos? Was hat man da einfach so für eine Meinung? Was ist heutzutage richtig? Und dieses Thema will ich heute ein bisschen thematisieren, weil uns das natürlich auch immer und immer wieder betrifft. Ist ein schwieriges Thema, das weiß ich, aber wir müssen ja drüber reden, weil du da draußen vielleicht völlig durcheinander bist und deinen Hund besser verstehen willst und natürlich wissen willst, was ist denn richtig, wie solltest du dein Hundetraining gestalten, ausschließlich positiv, ausschließlich Körpersprache, nonverbal, über Korrekturen und Grenzen setzen oder irgendwie so ein Mischmasch oder whatever. Lass uns hier aber mal ganz kurz reinschauen in die Welt. Positives Hundetraining, was ist modern? In unserem schönen Live-Webinar Führungsmentalität hatte ich diesen Aspekt modernes Training mitgebracht, was im Tierschutzgesetz steht. Also das kann jeder sich selber angucken und mal durchlesen, was da drin steht, wie das Hundetraining heutzutage gestaltet werden soll. Und da ist ein Bereich, wo drin steht, ganz klar, es soll natürlich modern, es soll positiv sein, über Motivation laufen und so fort. Und dem stimme ich komplett zu. Das machen wir auch. Wir zeigen auf unseren Kanälen wie TikTok oder Instagram oft so Videomitschnitte aus unseren Trainings, wo ich Menschen irgendwie etwas erkläre und so weiter. Und natürlich hat das oft damit zu tun, dass die Hunde blockiert werden, dass die Hunde gestoppt werden, dass Korrekturen angesetzt werden, weil alles davor positiv und so weiter nicht mehr funktioniert hat. Okay? Weil die Hunde waren nicht über positive Tätigkeiten rauszuholen, wenn sie einen Artgenossen schreddern wollen. Weder Futter, Spielzeug, auch nicht, was wochenlang irgendwie aufgebaut wurde, weil die Motivation stärker ist, nach vorne zu gehen und den anderen kaputt zu machen oder sein Territorium zu beschützen oder jagdlich zu agieren. Natürlich kann man und sollte auch sehr, sehr viel positiv mit seinem Hund trainieren. Ob das jetzt Streicheln ist, ob das jetzt bedürfnisorientiert, was weiß ich, Buddeln ist, frei laufen lassen und so weiter. Muss natürlich auch wieder zum Gesetzgeber passen. Natürlich ist das wünschenswert, so mit seinem Hund zu arbeiten und das lehren wir auch. Also alles, was wir unseren Kunden zeigen, da geht es immer um positive Aspekte, über Futter, über Stimme, über Spielzeug und so weiter zu arbeiten. Absolut. Und das rate ich dir auch, dass du mit deinem Hund eine Freundschaft schließt, dass du eine gute, positive Bindung aufbaust. Aber trotzdem gibt es ja auch die andere Seite. Und sie gibt es nun mal. Und du musst deinem Hund auch mal Nein sagen können. Und du musst deinem Hund auch mal Grenzen setzen können. Und du musst deinen Hund auch nicht immer über positive Motivation irgendwie abholen. Das machst du doch auch nicht mit deinen Kindern oder mit deinen Partnern, dass du alles irgendwie positiv und alles ist rosa und so schön irgendwie gestaltest. Das ist doch nicht reell. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist eine Philosophie und eine Ideologie. Und das regt mich schon wieder auf, wenn ich darüber nachdenke, weil das Problem dabei ist ganz einfach, dass Menschen dann angegriffen werden. Wir werden ja regelmäßig angegriffen. Wenn ich schon sehe, immer nur Korrekturen, der arme Hund, deswegen zeigt der so ein Verhalten. Jetzt könnt ihr ja endlich mal sehen, wenn ich am Mikro sitze. Das ist doch Quatsch. Das ist doch Blödsinn. Zu uns kommen ja Hunde, wo sie mit positiver Arbeit nicht weitergekommen sind. Und genauso habe ich auch letztens in einem Reel und einem TikTok-Video auf so einen Kommentar reagiert, wo ich gesagt habe,
Hey, glaubst du, dass wir die ganze Zeit unsere Hunde nur irgendwie deckeln oder so? Das ist doch absoluter Blödsinn. Glaubst du, dass wir das nicht auch versuchen, positiv zu arbeiten, bevor wir Grenzen setzen? Glaubst du nicht auch, dass wir wochenlang uns Mühe geben, den Menschen zu erklären, versuch's mal mit Futter, versuch's mal mit Desensibilisierung, versuch's mal mit Vermeidungsstrategien erstmal, bring deinen Hund erstmal zur Ruhe. Was meinten ihr, warum wir hier so arbeiten über viele Monate? Weil wir aus den die Menschen und ihre Hunde aus diesem Konflikt rausziehen. Ich bin derjenige, der doch seit Jahren schon erzählt, wenn ein Hund bei Artgenossen ausrastet, dass es genau nichts bringt, im Konflikt zu arbeiten. Das nützt einfach nichts. Sondern nimm deinen Hund erstmal raus und mach den erstmal wieder ruhiger. Wie macht man das? Indem man den Ruhe beibringt, indem man positive Sachen mit denen macht, indem man, keine Ahnung, wieder Spaß hat und wieder Freude mit seinem Hund hat und nicht den ganzen Tag nur da irgendwie an dem Problem rumdoktert. Und irgendwann geht man in den Konflikt rein, weil man außerhalb positiv gut gearbeitet hat, aber trotzdem hat das Grenzen. Es hat nun mal Grenzen und das ist doch ein Fakt. Da brauchen wir uns doch eigentlich auch gar nicht die ganze Zeit darüber zu unterhalten. Aber wir müssen uns die ganze Zeit darüber unterhalten, weil jedes Mal wieder irgendwo aus Nichts so eine Experten kommen und ihren dummen Senf dazwischen knallen. Und das bringt Menschen ja auch durcheinander. Es ist doch in Ordnung, wenn man so eine Philosophie hat, okay? Aber lass doch die Menschen in Ruhe. Also, es gibt ja viele Ansichten im Hundetraining. Es gibt die Leute, die den ganzen Tag hier irgendwas von nonverbal und körpersprachlich erzählen und irgendwie scheinbar gar nicht sprechen mit ihrem Hund und nur auf Körpersprache unterwegs sind. Ist doch in Ordnung. Und dann gibt es die, was weiß ich, man sagt ja auch immer so Grünschleifen, die Halsband schon als Tierquälerei sehen, die halt alles Schlimme, Böse irgendwie ignorieren und alles Positive nur fördern und der Hund im Mittelpunkt steht und alles wird nett gestaltet, trainieren statt dominieren. Und das ist doch in Ordnung. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Macht doch. Ist doch okay. Wenn ihr damit zurechtkommt, eure Hunde glücklich sind, ihr als Menschen glücklich seid, top. Aber bitte, lasst doch die Menschen aber auch in Ruhe, die das eben nicht wollen. Also, selbst wenn ich kein Hundetrainer wäre, jetzt ohne Quatsch, wenn ich kein Hundetrainer wäre und ich habe keinen Blassen von der ganzen Materie, ihr würdet mir richtig damit auf den Sack gehen, wenn ihr zu mir sagen würdet, du musst den ganzen Tag so sprechen mit deinem Hund und alles positiv belohnen. Da würde ich als Mensch schon aus dem Natürlichen so einfach so sagen, lass mich bitte in Ruhe, also das ist nicht meine Welt. Okay, es ist nicht meine Welt. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich möchte normal sein. Und für euch ist das ja auch normal. Also ist doch in Ordnung. Ich sage ja auch nicht, warum machst du das? Sei doch mal anders. Nein, könnt ihr doch machen. Wenn ihr singend mit eurem Hund so leben wollt, ist doch in Ordnung. Wenn ihr Futter immer rumschmeißen wollt, vollkommen in Ordnung. Wenn ihr damit zurechtkommt, ihr glücklich seid, wirklich top, finde ich richtig gut. Aber bitte bekehrt doch nicht alle anderen, die vielleicht einen anderen Weg gehen wollen oder die den Weg von euch gegangen sind und weg wollen. Das ist doch in Ordnung. Es gibt aber auch genug Menschen, die zum Beispiel so ein Training machen, wo es um Regeln und Grenzen und Dominanz und so ein Zeug geht und die unglücklich sind. Und auch das ist vollkommen in Ordnung, wenn die gehen und zu euch kommen oder zu uns kommen, weil wir sind auch nicht so. Und was mich eigentlich am Ende jetzt so veranlasst, was ist jetzt heute modern? Wisst ihr, was aus meiner Perspektive modern ist? Wenn man genau das verstanden hat, dass ein Hund und ein Mensch ein soziales Lebewesen ist und beides richtig ist. Positiv, Bindung aufbauen, Spaß haben, Futter, spielen, streicheln, kuscheln, aber genauso Grenzen setzen und sagen, es reicht jetzt und lass den Scheiß. Ob es dir jetzt dabei gut geht oder nicht, ist mir doch Boogie. Hör einfach auf, was weiß ich, mein Kind anzuspringen von hinten, wenn es durch den Garten rennt. Hör einfach auf. Da sitze ich nicht im Garten und bringe irgendeine Alternative vorbei, sondern lass den Scheiß. Spring mein Kind nicht an. Und das ist für mich normal und modern, weil für mich gibt es da nichts Modernes. So, natürlich, wenn man krasse Verhaltensprobleme hat, okay, wenn man wirklich irgendein schlimmes Problem hat oder so, natürlich gibt es dann Taktiken, wo man wirklich rein positiv über einzelne Steps mit Klicker und so weiter arbeitet, das ist doch alles in Ordnung, sowas machen wir doch ganz genauso auch, also okay, wo wir Finn ja beigebracht haben, wie die im Auto fährt, haben wir auch positiv gestaltet und aufgebaut und ist doch alles in Ordnung, aber grundsätzlich, macht euch da nicht so verrückt und lasst euch nicht irgendeinen Nonsens einreden. Und deswegen macht es manchmal Sinn, zu jemandem zu kommen, der seit über ein Jahrzehnt im Thema drin ist und einfach aus allen Spektren mitreden kann und Kunden aus allen Spektren hat und die irgendwie wieder glücklich macht, weil das eine Extrem, das andere Extrem halt einfach Blödsinn ist. Meiner Meinung nach www.hundetrainer-stevekeil.de. Ich freue mich bis zur nächsten Podcast- oder Videopodcast-Folge. Bis dahin, macht's gut. Und ciao.